Servus, ich grüße dich, der Helmut ist hier und ich freue mich, dass du bei diesem Video mit dabei bist. Das Video heute ist eine Rückerinnerung daran, wie ich meine Depression in Chiang Mai geheilt habe. Und Rückerinnerungen sind in meinen Augen extrem wichtig für die Bewusstseinsbildung, was auch wiederum beiträgt zur Heilung von Depressionen. Denn aktuell bin ich auch war ich in einer Depression, aber ich traue es mir noch nicht. Ich fühle mich ein paar Tage gut, aber sagen wir mal, vielleicht bin ich noch oder war in einer Depression. Auf alle Fälle glaube ich, bin auf einem sehr, sehr guten Weg raus aus der Depression. Und so eine Rückerinnerung ist irrsinnig hilfreich und vor allem in dem Sinn, weil das damals völlig anders war, als es heute zustande. Die Depression jetzt hat ja angefangen damit, dass ich alles eingeschränkt war und irgendwann habe ich mich gefragt, warum soll ich aufstehen? Das passiert ja in der Depression oder das ist generell ein sehr, sehr starkes Anzeichen, dass man in einer Depression ist oder wie auch immer oder in einem ähnlichen Zustand halt ist wie in einer Depression. Und damals in Chiang Mai, so wie ich mich jetzt zurückerinnere, vor allem geht es mir darum, wie waren eigentlich so die ersten Schritte raus. Was waren überhaupt meine Gedanken? Wie war ich? Ich habe mich wirklich echt emotional jetzt in letzter Zeit so ein bisschen zurückversetzt. Wie war das damals eigentlich? Und die Sache war damals so, dass ich mich ja generell als ja unberechtigtes Würsten, unerwünschtes, unberechtigtes Würsten gefühlt habe. Ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut. So habe ich mich damals gefühlt und meine Idee war eigentlich so, ich war sehr einsam, wirklich ja, sehr einsam, ich habe mich sehr einsam gefühlt, wirklich so als alleiniges Würsten, so als unerwünschtes, unberechtigtes Würsten dagestanden zu sein. Und meine Idee war so, wie man nicht depressiv ist, war, wenn ich so andere Leute angesehen habe, da hatten die Freunde, man ist irgendwie unter Freunden, man hat Kumpels, Freunde, auf die man sich verlassen kann. Das wäre so ein Anzeichen irgendwie, dass man keine Depression hat. Oder auf alle Fälle, das war so eine Idee, das würde ich brauchen, dass man gut sozial eingebettet ist. Ich hatte so das Gefühl, ich brauche Hilfe von anderen. Ich brauche Zuspruch sozusagen von Freunden. Das würde mir gut tun. Ne? Und das ist auch, ich meine, es ist super, wenn man sozial eingebettet ist. Es ist hilfreich. Es ist, wenn man gut sozial, ne? Das kann sozial eingebettet, kann auch ein Nachteil sein, je nachdem, wie es ist, wenn man in krankhaften, narzisstischen oder Borderline, mit Borderlinern in Beziehungen steht, dann kann das eher negativ sein. Aber gut eingebettet im sozialen System ist ein Vorteil, ist kein Nachteil. Aber das hatte ich nicht. Ich habe da rumgeguckt und dachte mir, boah, ich bin allein. Ich habe keine Freunde, niemand mag mich, niemand hat mich lieb. Ich habe mich selber auch nicht lieb. Und deswegen war ich so gefühlt bedürftig, dass ich doch irgendwo Hilfe brauchen würde von außen und war auf der Suche sozusagen nach wie kann ich Freunde finden, so in der Art. Und das hat mir auch bitter wehgetan, mit Freunden, wo man sich so ein bisschen, ein Freund ist ja auch jemand, auf den man sich so verlassen kann. Ich hatte dann so Gesprächspartner zum Teil und dann bin ich eigentlich so ein bisschen auf einen, unter Anführungszeichen, Freund hereingefallen, mit dem wir öfters ins Fitnessstudio gehen wollten, wo du auch so denkst, ja prima, der hat auch eine ähnliche Denkweise und wir sind dann, weiß ich nicht, echt. Es reichen die Finger an einer Hand, um abzuzählen, wie oft ich mit dem im Fitnessstudio war. Es hat nicht sehr oft geklappt. Vielleicht dreimal, vielleicht viermal. Ich weiß es nicht mehr genau. Und es hat mir irrsinnig wehgetan, weil ich habe gemerkt, Fitnessstudio, es tut mir irrsinnig gut. Das ist super und das ist auch normal, wenn du in einer Depression bist. Dein ganzer Hormonhaushalt ist verseucht mit Negativhormonen. Und das bedingt schon eine Körperhaltung, eine Körperspannung. Es hängt ja viel mit unserem Hormonhaushalt. Wenn Adrenalin ausstößt, dann bist du ja so da. Es gibt ja keinen, der einen Adrenalinschub hat und dann so dasteht. Das geht irgendwie nicht. Das sind eben die Hormone. Und du bist in einer Depression, du produzierst Negativhormone. Sagen wir es ganz einfach so. Runtergebrochen ist das ziemlich sehr, sehr treffend.
Und wenn du aber ins Fitnessstudio gehst und dann bist du ja, deine Muskelspannung erhöht sich, du kannst gar nicht mehr so stehen, weil du musst so stehen, weil einfach dein Muskeltonus erhöht ist, du fühlst dich straff, du atmest ganz anders, dein Körper kriegt ja viel mehr Sauerstoff, logischerweise. Atmen, glaube ich, hat wirklich auch sehr viel damit zu tun. Und dadurch fühlst du dich schon besser. Also wenn du im Fitness nach einer halben oder Stunde im Fitnessstudio, geht schon fast gar nicht mehr, dass du dich deprimiert fühlst. Dann fühlst du dich automatisch schon einmal besser. Und das habe ich auch gecheckt. Und das war super. Und dann war aber mein Fokus Fitnessstudio mit dem Kumpel. Also dass ich einen Freund habe, der da mit mir hingeht. Und der hat mich echt von, wenn wir uns viermal ausgemacht haben oder fünfmal vielleicht, dann hat er mich davon eben bis auf einmal versetzt, vier oder dreimal oder viermal versetzt. Und einmal sind wir dann gemeinsam gegangen. Und das ist ja auch ein ganz krankes Verhalten, weil darunter leidet ja dein Selbstwertgefühl. Du denkst, warum mache ich das aus? Ich habe es aber irgendwie nicht geschafft, so alleine ins Fitnessstudio zu gehen. Wenn ich so als unberechtigtes Würstchen fühle, so dann war das irrsinnig schwer. Und dann habe ich mich so echt den Hintern bunt gefreut, dass wir gemeinsam ins Fitnessstudio gehen. Und dann war jedes Mal so, da war noch nicht mal eine Absage, der kam nicht, da rufst du an irgendwo, heute nicht und so. Eigentlich hat total, also ein Typ, den du nur als Freund brauchst, wenn du willst, dass es da schlecht geht. Also der keinen Beitrag leisten könnte, dass es dir in irgendeiner Weise besser geht. Also eine toxische Freundschaft sozusagen. Und dann ging es mir schlecht, dann bin ich ja nicht ins Fitnessstudio, dann hat sich meine Depression wieder gemerkt, so kriegst du eher so einen richtigen Schub und so weiter. Und Gott sei Dank gab es da auch so ein Yoga in der Park, da bin ich auch hin, da waren ja sowieso dann Leute immer. Und da bin ich dann manchmal hin, da habe ich mich dahin gerafft und so. Aber dann habe ich mich auch wirklich irgendwann einmal, wenn du so dastehst und dich mit dir beschäftigst, dann merkst du auch, du kannst dich auf Freunde nicht verlassen. Und wirklich, da habe ich also die Idee bekommen, du musst dir das selber geben, so in der Art. Du kannst dir nicht drauf, geh mal ins Fitnessstudio, der kommt nicht. Wie ist denn, wenn ich selber mit mir eine Vereinbarung treffe, dass ich ins Fitnessstudio gehe? Kann ich mich daran festhalten? Kann ich mich darauf verlassen? Und das hat tatsächlich geklappt. Dann habe ich eigentlich gemerkt, da kam der Typ wieder mal so, hey, gehen wir ins Fitnessstudio. Ich habe mir gedacht, ich habe dann einen Plan, habe gesagt, wir gehen zusammen. Und habe mir echt gedacht, wenn der kommt, ist ein Bonus, wenn nicht. Ich bin schon mal davon ausgegangen, ich gehe da alleine hin. Bin dann auch alleine hingegangen. Da war ich, glaube ich, schon im Fitnessstudio, hat mal angerufen, dass er doch nicht kann. Da habe ich nur gesagt, alles klar, passt schon, super, ohne böse zu sein, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, mit jemandem zu streiten, das bringt dich nicht aus der Depression rauf. Ob du recht hast oder nicht, die Welt ist halt so, wie sie ist. Und ich habe ein Video dazu gemacht, sie ist noch viel schlimmer, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Aber das waren dann echt so diese Schritte raus und das ist echt interessant, zurückzublicken, mit welchen Problemen ich damals gekämpft habe. Weil heute, auch wenn ich jetzt in der Depression war, da ist es nicht so, dass das alleine ins Fitnessstudio gehen ein Problem macht, weil ich Sozialphobie habe. Das ist nicht mehr da. Das sind andere Gründe, die ich eher mal erklärt habe in einem Video, aber das war damals so, das ist echt interessant, so ein Rückblick, wo du merkst, wie hart ich damit gekämpft habe. Und das war halt, man kann natürlich andere Wege gehen, aber das war halt dann echt so ein Weg, wo ich gemerkt habe, ich gehe ins Fitnessstudio und wenn du an Depressionen leidest, dann ist sehr oft, sehr wahrscheinlich, dass du ein mangelndes Selbstwertgefühl hast, ein mangelndes Selbstvertrauen, mangelndes Selbstbewusstsein sowieso und Selbstliebe auch sehr niedrig vorhanden ist. Und das ist irrsinnig schwer, das aufzubauen, denn wenn du das nicht hast, ist es schwer, aus der Depression herauszukommen. Ne? So ein bisschen Vertrauen, Bewusstsein und so wäre halt nicht schlecht. Und dadurch, dass ich mit mir eigentlich so selber die Vereinbarung hatte, Fitnessstudio gehen, die eingehalten hatte, konnte ich mir ja vertrauen. Da war eine Tat, ein Vorsatz, wo ich das ausgeführt habe und ich mir selber bewiesen habe, Helmut, du kannst dir vertrauen. Du hast es mit dir vereinbart, du hast es ausgeführt, prima, gute Sache. Das Gleiche, wenn ich zum Yoga gegangen bin, obwohl da waren ja eh mal Leute da, da war es dann auch leichter, nachher mitzumachen.
Weil es schwieriger wäre, nicht mitzumachen, wenn du dich mit den Leuten triffst und schon redest und dann, wenn es anfängt, sagst, ich gehe jetzt nach Hause, dann machst du eigentlich automatisch mit. Yoga ist auch ein sehr, sehr gutes Workout in meinen Augen, also sehr körperlich anstrengend, wie trainieren. Und das waren echt so mein Start damals, bis ich echt irgendwann einmal gemerkt habe, so die Idee vorher war, ja, hey, wenn du Kumpel hast, mit denen ins Fitnessstudio gehst, das ist super. Und hinten nach habe ich mir gedacht, also wenn es nur super ist, weil du Kumpels hast, die mit dir ins Fitnessstudio gehen, dann ist das noch immer nichts wert wahrscheinlich, sondern ich kann allein ins Fitnessstudio gehen. Ich habe dann auch später immer wieder Leute gefunden, mit denen ich mal, also gefunden, ich habe die dann auch gar nicht gesucht, so, aber durch Zufall Leute getroffen, hey, gehst du ins Studio? Ja, gehen wir mal gemeinsam und so, das war richtig toll, das waren dann auch Leute, mit denen ich mich getroffen habe, wo wir gesagt haben, ja, passt, wir treffen uns um 8 Uhr im Fitnessstudio am Morgen und der nicht verpennt hat oder sonst irgendwas, sondern dann auch wirklich um 8 Uhr da war, mit denen wirklich konsequent trainiert hast. Und das Ganze füllt dich dann auch irgendwie. Das steigert natürlich Vertrauen zu anderen, denn wenn du so ein vertrauensunwürdigen Menschen festhältst als Freund, weil kein anderer da ist. Dazu bist du geneigt in der Depression, aber deswegen ist da echt ganz wichtig, manchmal wirklich einfach die Logik einschalten, sagen, nee, das kann man nicht gut tun, ich hätte es gern anders, aber egal wie weh es tut irrsinnig weh in der Zeit. Wenn ich heute drüber nachblicke, denke ich mal, super, prima, bin stolz drauf, aber wie schwer das war, wie oft ich ja mit dem dann trotzdem wieder vereinbart hat, geh mal ins Fitnessstudio, wo du hinten nach sagst, hey, das ist ja wie ein Trottel, der zum 10. Mal auf die heiße Herdplatte greift, obwohl er weiß, dass es weh tut. So ungefähr verurteilst du dich dann eigentlich selber, aber das ist eben auch wichtig, eben sich selber zu verzeihen, dass man im, da habe ich ja ein Video dazu gemacht, mit der besten Version von sich selber, man ist immer seine beste Version, aber in manchen Situationen, da hat man die Fähigkeiten einfach nicht, da hat man die Ressourcen nicht, da ist man nicht in der Form, dass man irgendwas so wegsteckt, weil man halt leidet darunter und dann halt hofft, ne? Das ist ja so ein Ding, die Hoffnung, sie stirbt zum Schluss, dass die Situation doch anders wird. Und es ist halt hart, wenn man alleine ist, wirklich alleine zu sagen, es ist mir egal, wie alles ist, wie alle Leute ringsherum um mich reden, wie in der Bibel. Ich werde auf Ottern und Kröten treten und gehen und egal wie viel zigtausende fallen auf meiner Seite oder zu meiner Linken, mich wird es nicht treffen. Und das ist gar nicht so viel mit dem Herrn, sondern weil du bist der Herr selber. Das klingt jetzt dann vielleicht für manche, wie sagt man da, gotteslästernd, aber ist es überhaupt nicht, sondern es ist die reale Wahrheit. Deswegen sagt er auch, Gott hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist ja der Spruch. Weißt eh, du dir selber hilfst. Und wenn man vielleicht an Gott glaubt, dann ist es vielleicht etwas leichter. Aber dann ist man auch wieder in einer komischen, wahrscheinlich eher borderline gestörten Beziehung zum lieben Gott. Deswegen ist es besser, man hat keinen und weiß, es gibt zwar Kräfte, es gibt einen Heiligen Geist, aber nicht diesen. Oder vielleicht gibt es nur einen Geist, vielleicht gibt es gar keinen Heiligen Geist. Aber er ist vielleicht heilig, so, wenn man das so sehen will. Und ja, darüber wollte ich mit dir einmal so reden, über den Rückblick zu damals. Vielleicht hast du meine Videos heute auch oder in der jetzigen Zeit verfolgt, wo ich darüber rede, da habe ich sehr viel von mir preisgegeben, wie ich bin, generell, wie ich umgehe mit dem Leben, um aus der Depression rauszukommen. Und so ein Rückblick ist trotzdem auch wieder ermunternd, wenn du merkst, boah, damals, es geht nicht ums Werten jetzt, das ist wichtig, nicht falsch zu verstehen, aber das war viel, viel krasser da. Obwohl damals alles in meiner Macht lag, war es aber trotzdem eigentlich krasser. Und das ist schwer, weil ich ja jetzt von Äußerlichkeiten gelähmt worden bin. Damals ich ja nur mich selber gelähmt habe, aber das war trotzdem kein Unterschied für mich, subjektiv festzustellen, weil auch das eigene Limitieren war so real, als ob es ein anderer für mich gemacht hätte, so in der Art. Es war viele, viele Sachen, die konnte ich einfach nicht. Und das ging alles und geht alles, ging damals Stück für Stück, Fitnessstudio gehen, alleine hingehen,
Selbstvertrauen kriegen, aufbauen, weil du merkst, du kannst dir selber vertrauen. Wenn du ausmachst, dann bin ich auch joggen gegangen. Wenn ich joggen ging, wenn ich zum Yoga ging, ich gehe dahin. Es besitzt einen Wert. Du merkst, du hast ein Verhalten, das einen bestimmten Wert hat. Vertrauen ist ja auch wertvoll. Damit steigt auch wiederum so dein Selbstwertgefühl. Nicht so, sondern spiralförmig, sehr, sehr langsam, aber stetig und stark, würde ich sagen. Ich glaube, es ist vielleicht auch das Gute, dass es durch diese Langsamkeit auch sehr, sehr stabil geblieben ist damals, wie sich so mein Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe, habe dann also mit verschiedenen Methoden des... Mein Leben war ja Einzigtherapie, oder ist Einzigtherapie, seit damals eigentlich. Deswegen kann man das alles nicht in einem Video beschreiben, aber so ein paar Ideen zu geben, wie man sich so fühlt und wie das auch so die Fortschritte sind und dass die klein sind. Die waren ja jetzt diesmal auch sehr klein. Ich habe ja echt oft gedacht, ich werde hier wahnsinnig, weil es gibt ja nicht, ich wieder in einer Depression und dann von außen, du checkst nicht, warum, wie kommt es eigentlich, wie kommt das überhaupt zustande? Was macht es eigentlich wirklich möglich? Und dann merkst du die Gründe und dann ist es schwer, das überhaupt zu akzeptieren. Und oh, jetzt liegt es an den anderen. Aber den anderen ist auch eigentlich nur äußerer Umstand. Es geht nicht um die anderen. Es ist, wie man es annimmt, die Umstände, die halt, wie sie so sind im Leben. Und da bin ich werde ich ziemlich gut geschäbt vom Leben. Gut in Form gebracht, gut informiert sozusagen vom Leben. So war das damals in Chiang Mai. Und dann ging das immer weiter. Und das war wirklich so das Erste. Und das Wichtigste war eigentlich wirklich dann die Erkenntnis, jetzt so zum Schluss, die Erkenntnis, dass ich keine Freunde brauche. Das kannst du am Anfang, nee, ich brauche ja irgendwie das, was kommt. Aber dann, das kommt dann eh, oder es ist eh so ein bisschen von alleine gekommen. Da hat es auch irrsinnig viel Schmerzen gegeben, weil ich wirklich auf Menschen zugegangen bin, Freundschaften zu knüpfen, nicht nur auf Frauen, auch auf Männer, Männerfreundschaften zu knüpfen. Die sind dann sehr oft nicht auseinandergegangen, weil wir es nicht verstanden haben, sondern weil die Leute weiter, das waren sehr oft Leute, die waren da 2-3 Monate in Chiang Mai, dann kennst du dich so ein bisschen, dann, wenn eh so ein verklemmter Typ ist, ist das natürlich ziemlich hart, dann ist jemand wieder weg. Das hat mir echt immer wieder so eine Wunde ins Herz gerissen, aber ja, Wunde ist vielleicht falsch gesagt. Es war trotzdem, ich habe gelernt, damit umzugehen, obwohl es wehgetan hat. Es war, weil ich es bewusst wahrgenommen war, war es nicht so eine Verletzung, die mir letztendlich geschadet hat, sondern ich glaube, es war gut, dass ich lernen konnte, damit umzugehen, aber es extrem schmerzhaft war, aber so war das halt. Und so ist das, wenn man das machen will. Und ich glaube, das ist echt das Wichtigste. Auch jetzt, wo ich in der Depression war, war es für mich echt, ich wollte da nicht mehr raus, dachte mir, halt Helmut, hey, du kannst das doch. Jetzt bist du auf einmal wieder wie ein Behinderter zurück. Das kann doch nicht sein. Das ist ja wie wenn du, keine Ahnung, die 100 Meter in 10 Sekunden läufst und auf einmal brauchst du wieder 30 Sekunden, so in der Art. Oder da willst du das irgendwie so nicht akzeptieren und dann willst du, bist du wenn man schnell rausfiel, mir fehlen echt manchmal die Worte, ungeduldig, du willst, es soll alles und dann denke ich mal, habe ich mir echt oft gedacht, so wie in Chiang Mai eben. Deswegen kann man das vielleicht, den Prozess auch genießen, da rauszugehen. Stolz zu sein, so wie du jetzt bist, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Jetzt, wo ich überhaupt noch richtig gut trainieren konnte, auch noch mit massiven, echt den bösartigsten Hatern, die du dir vorstellen kannst. Also ich wusste gar nicht, dass es so einen menschlichen Abschaum gibt eigentlich, so einen menschlichen Dreck, der so böswillig und bösartig und hinterfotzig sein kann. Das ist das kann ich gar nicht. Die meisten, die mir jetzt zuschauen, die haben gar keinen Plan, was das für menschliche. Sie sind einfach menschlich. Aber die meisten haben solche menschlichen Abgründe noch nie gesehen. Und das war es auch jetzt. Und das ist eben, dadurch wirst du eben stärker, wo du sagst, ja, passt, hat eh keinen Einfluss auf mein Leben.
Natürlich berührt es einen immer wieder gewisse Sachen, aber das ist ja auch normal. Das ist, wenn du joggen gehst, kommst du aus der Puste. Ansonsten gehst du ja nicht joggen, wenn du nicht aus der Puste kommst. Und es ist schwierig, das in Liebe anzunehmen, das ist etwas schwierig, aber ja, ist ja trotzdem irgendwie, keine Ahnung. Für manche Sachen, da habe ich den Durchblick noch nicht. Da wird er noch kommen. Ich hoffe, du blickst besser durch, wenn es dir in einer Art wie Depression geht, speziell wenn du mit den Maßnahmen mit allen Problemen hast. Kann natürlich sein, dass du sagst, ja, ich nehme das nicht so an, wie der Helmut da sagt. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ist halt eine, so hilft es mir. Das ist meine Art, wie ich es verarbeite. Und manchmal schreiben auch Leute, dass das denen richtig gut tut. Und das freut mich. Da merke ich, okay, es hilft nicht nur bei mir, es hilft bei anderen auch. Aber manchmal braucht man auch, so wie aus eigener Erfahrung, vielleicht noch mehr Schmerz, bis man... Es gibt auch so einen Spruch, die beste Möglichkeit, die nimmt man immer als letztes wahr. Die nimmt man nicht als erstes, die nimmt man als letztes wahr. Und das ist vielleicht wirklich manchmal so. Und so ist halt das Leben, weil wir eben menschlich sind. Daher, ich freue mich. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Teile es gerne auf all deinen sozialen Plattformen, wo du unterwegs bist, damit dieser wertvolle Inhalt auch noch zu, dass noch mehr Menschen Zugang zu solchen wertvollen Inhalten haben. Und ansonsten, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Servus.